im Vergleich zu diesem Buch hier suchen müsste, wäre es einfach fucking 50 Shades of Grey. Hallihallo an euch alle da draußen. Ich begrüße euch heute zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder am Start seid und eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal wieder meine gelesenen Bücher an, dieses Mal für den September 2023. Und ich freue mich einfach jetzt schon so sehr, dass wir endlich Oktober haben. Büchertechnisch gesehen ist der Oktober wirklich jetzt mein Lieblingsmonat des ganzen Jahres, denn es kommen so viele tolle Titel raus, auf die ich gar nicht mehr warten kann. Also ich freue mich einfach, wenn ich jedes Buch in Händen halten kann. Es kommt ja zum Beispiel der neue Fitzek raus, es kommt die Farbe der Rache raus, ach, es kommen so viele Titel raus, die jetzt alle gar nicht aufzählen kann. Ich glaube, die Ravenhall Academy 2 kommt auch raus. Das sind jetzt so die Titel, die ich noch im Kopf habe. Wir wollen jetzt aber nicht über Neuerscheinungen sprechen. Das ist ein anderes Thema. Ihr seht ja auch noch alle Titel, die im Oktober bei mir eingezogen sind, dann in meinem Neuzugänge-Video. Heute werden wir nochmal den September-Revue passieren lassen und wir schauen uns jetzt einfach mal die Titel an, die ich alle gelesen habe. Beziehungsweise, ich kann gar nicht sagen, dass ich so viele Titel gelesen habe. Ich habe tatsächlich nur 2 Bücher gelesen. Und insgesamt habe ich aber 8 geschafft. Das heißt, die restlichen 6, wer rechnen kann, habe ich alle als Hörbuch gehört. Ich habe momentan einen sehr hohen Hörbuchverbrauch. Und weshalb ich einfach Gott sei Dank, ja, das ein oder andere Buch noch von meinem Sub befreien konnte. Aber starten würde ich sagen, tun wir jetzt einfach mal mit den Büchern, die ich gelesen habe. Wisst ihr was? Ich muss mich korrigieren, denn ich habe tatsächlich nur ein Buch gelesen und 7 Bücher als Hörbuch gehört. Also, ja, mein Lesemonat war nicht so gut. Mein Hörmonat war anscheinend der Knaller. Ich zeige euch jetzt mal das erste und einzige Buch, was ich gelesen habe. Und zwar ist es von Janet Clark. Finstermoos Nummer 2. Das Ganze habe ich wieder über die Online mir ausgeliehen und bin dabei, die Reihe zu rereaden. Ich werde jetzt zum Inhalt nicht so viel sagen, denn es ist der zweite Band. Wenn euch der Inhalt interessiert, werde ich euch natürlich den ersten Band in der Infobox verlinken. Und natürlich könnt ihr dann auch in meinem Lesemonat vorbeischauen, wo ich euch den ersten Teil vorgestellt habe. Es geht hier nur weiter mit dem Ort Finstermoos und das ist ein bestimmter Ferienort. Dort passieren allerdings einige mysteriöse und komische Sachen. Es gibt ein paar Jugendliche, die ihre Zeit dort verbringen und teilweise auch dort leben. Und ja, es spielt natürlich auch Liebe eine große Rolle, vor allem jetzt im zweiten Band. Aber auch es gibt da noch so ein bisschen Thrill-Elemente mit Mord und so weiter und so fort. An sich war es wieder ganz nett. Man merkt aber, dass das Ganze so ein Zwischenband ist, dass ja, die Geschichte sich quasi noch weiter spinnt und der erste Band war ein wirklich guter Start. Der zweite hat so ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach. Trotzdem werde ich auf jeden Fall noch weiterlesen, denn ich habe ja noch 2 Bände vor mir. Ich möchte in diesem Jahr die Reihe noch beenden und hoffe natürlich, dass ich das schaffen werde. Drückt mir also die Daumen. Das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen und wie gesagt, es war eigentlich ganz nett. Nicht das beste Buch aus diesem Monat. Ja, jetzt bleibt mir ja fast gar nichts anderes mehr übrig, als euch meine gehörten Bücher zu zeigen. Und ich kann euch jetzt, ich glaube, ich würde es als mein Jahreshighlight betiteln. Ich kann euch nämlich jetzt offiziell das Tagebuch von der Anne Frank hochhalten und ich kann sagen, ich habe es gehört. Ich habe es ja nicht gelesen, ich habe es gehört, aber oh mein Gott, habe ich dieses Buch hier vergöttert. Ich denke, auch hier zum Inhalt ist jedem bekannt, worum es in dem Tagebuch von Anne Frank geht. Anne Frank war eine Jüdin und sie ja, hat sich mit ihrer Familie quasi, als Judenverfolgung war, im Hinterhaus versteckt und hat dort ihr Tagebuch geführt, was sie zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Ja, das Tagebuch wurde ja schon bereits verfilmt. Es wurde immer wieder aufgelegt, jetzt in dieser neuen Ausgabe und ja, Anne Frank ist quasi auch so eine Kultfigur, wenn es um den Holocaust geht. Also, dieses Buch ist wirklich, ich muss es zugeben, es ist ein Meisterwerk.
Ich fand die Hörbuchsprecherin in diesem Buch wirklich auch sehr gut gewählt. Ich glaube, genauso habe ich mir Anne Frank quasi von ihrer Stimme her vorgestellt. Wirklich, es war einfach fantastisch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Anne Frank ist so eine, ja, eine zuckersüße Person einfach. Sie war ja damals sehr, sehr jung, als sie das alles mitgemacht hat und ist auch nicht sehr alt geworden. Aber sie hat auch einen ganz speziellen Humor und ja, ist eigentlich immer gut drauf gewesen, auch in schlechten Zeiten. Und ja, auch wenn das Leben ihr quasi Steine in den Weg gelegt hat, hat sie niemals aufgegeben. Und das finde ich einfach so toll an Anne Frank. Und ja, die ein oder andere Stelle in diesem Buch ist wirklich knuffig, dass man einfach nur schmunzeln muss. Das ist wirklich super, super süß und natürlich auch ernst. Und man merkt einfach auch im Laufe dieses Buches, wie Anne Frank immer älter wird. Ja, wie sie quasi ja, zu sich selbst findet, und das ist wirklich ein großartiges Buch. Also ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal sein wird, dass ich dieses Buch hier gehört oder beziehungsweise gelesen habe. 5 von 5 Sterne mit einem großen Plus daran. Großer, großer Buchtipp, wenn ihr vielleicht noch keinen Blick drauf geworfen habt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Kommen wir jetzt von meinem Top-Buch zu meinen Flop-Büchern überhaupt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so schlechte Bücher gelesen oder beziehungsweise, ich sag immer gelesen, aber ich habe sie ja gehört. Wann ich das letzte Mal so schlechte Bücher gehört habe. Wirklich, ich hatte ja, als ich mir diese Reihe gekauft habe, die sind ja immer nach und nach rausgekommen, hatte ich eigentlich noch relativ hohe Erwartungen an diese Reihe, weil die auch schon sehr lange gehypt wird. Der Lux Verlag hat ja diese Bücher jetzt quasi rausgebracht in einem neuen Cover. Und ich habe mich auch gefreut, weil die sehen von außen wirklich sehr, sehr schick aus. Und ich habe jetzt einfach gedacht, ey, komm, ich habe noch Urlaub und ich werde da jetzt einfach mal mit anfangen. Ich habe es jetzt natürlich nicht mehr in meinem Urlaub beenden können, aber ich habe jetzt sehr, sehr viel Hörbuch in letzter Zeit gehört, weshalb ich von Kylie Scott Kein Rockstar für eine Nacht und Wer will schon einen Rockstar als Hörbuch beenden konnte. Und fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Band an. Was ist das? Leute! Also die Grundgeschichte von diesen Büchern klingt ja eigentlich ziemlich gut. Also es geht ja hier um Evelyn Thomas und die wacht eines Morgens dann in einem Hotelzimmer in Las Vegas auf und ist auf einmal mit einem Rockstar verheiratet. Sie kann sich an überhaupt nichts erinnern. Und ja, dieser Rockstar ist natürlich sehr berühmt und sie möchte natürlich jetzt sofort die Scheidung einreichen, aber irgendwie auch nicht. Sie möchte ihn dann besser kennenlernen und natürlich kommen die sich dann noch ein bisschen näher, aber das ist so schlecht rübergebracht worden. Ich weiß nicht, wann mich eine Liebesgeschichte das letzte Mal so genervt hat. So hat verzweifeln lassen. Boah, das ging gar nicht. Ich habe es natürlich durchgezogen. Ich habe es bis zum Ende gehört, aber Ich kann mit diesem Buch, oh, nee, ich kann hier nicht mitfühlen, gar nichts. Ich verstehe nicht, warum die sich ineinander verknallt haben. Ihn vielleicht, aber sie, kein bisschen. Wenn ich jetzt einen Vergleich zu diesem Buch hier suchen müsste, wäre es einfach fucking 50 Shades of Grey. Ich verstehe ja, dass ein Rockstar jetzt kein lieber Junge ist, dass ein Rockstar immer so ein Bad Boy ist, aber wie die Charaktere in diesem Buch hier dargestellt wurden, das ging gar nicht. Überhaupt nicht, wirklich. Ich habe mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, was ist das für eine Person? Wieso, weshalb, warum muss man seine Charaktere wirklich so darstellen? Schrecklich. Und wirklich, nachher, wo die sich näher gekommen sind, es ging nur noch um das eine. Die haben wirklich nur noch rumgemacht in diesem Buch. Und die Szenen waren nicht mal irgendwie gut dargestellt. Ich verstehe auch nicht, dieses Buch oder diese Reihe wurde ja sehr gehypt damals schon, bevor die quasi in diesem Cover rausgebracht wurden. Also es hieß damals, dass das die besten Bücher aus dem Lux Verlag sind. Also da sage ich nur, der Lux Verlag hat wirklich einiges aus sich gemacht. Also wie gesagt, diese Bücher, oh, ich habe gedacht, okay, vielleicht geht es dann nachher noch schön weiter. Nein. Also es geht hier um ein Pärchen in dem ersten Band. Und dann geht es aber im zweiten Band, geht es dann natürlich noch um ein weiteres Pärchen, nämlich Anne Rollins. Und sie ist am schlimmsten Tag ihres Lebens angekommen. Ihre Mitbewohnerin ist aus der gemeinsamen Wohnung geflohen, hat eine Möbel mitgenommen und jetzt gibt es natürlich hier noch einen Rockstar.
Und dieser Rockstar kommt auf die kolossale Idee, ey komm, du kannst bei mir einziehen und du tust einfach so, als ob ich dein Freund bin. Wir sind jetzt einfach mal ein Pärchen. Sie ist natürlich nicht so begeistert, lässt sich dann darauf ein, wie das so ist. Wir müssen ja irgendwie hier in diese Geschichte kommen. Ja, und letztendlich geht das ganze Mist nochmal von vorne los. Und dieses Buch war noch schlimmer. Die Autorin hat einfach noch einen draufgelegt. Und es war so nervig. Ich weiß nicht, ob das Problem war, weil ich sie einfach hintereinander gehört habe. Aber ich wollte diese Reihe jetzt einfach auch hinter mich bringen. Und oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Dieses Buch war noch schrecklicher. Also diese Vögel-Szenen, die wurden immer noch schrecklicher. Boah, ich hätte mir den Kopf am liebsten an der Wand aufgeschlagen. So schrecklich war das. Ich habe jetzt wirklich, also der dritte Band klingt schon wieder ganz gut vom Klappentext her. Ich weiß ja nicht, was dabei auf mich zukommt. Ich werde auf jeden Fall den dritten Band noch als Hörbuch hören. Ich weiß nicht, ob ich den vierten Band dann lesen möchte, weil den gibt es nicht mehr als Hörbuch. Ich überlege mir das wirklich gründlich. Wenn der dritte Band genauso ist wie die ersten beiden, dann, no way, dann sortiere ich die Reihe aus, dann war's das. Also, ich habe der Reihe wirklich eine faire Chance gegeben, aber ich weiß nicht, was alle so toll daran finden. Rockstar-Geschichte, Bad Boy hin oder her, aber das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so enttäuscht und ich weiß auch nicht, was von einer Reihe war. So, weg damit. Ich möchte jetzt dieses Video natürlich nicht so abschließen, deswegen kommen wir nochmal zu den Hörbüchern. Die mich mal wieder so ein bisschen aufgebaut haben, die habe ich immer kurz vorm Schlafengehen gehört und bin jetzt gerade auch beim letzten Band. Nämlich habe ich mal wieder meinen Wilde Hühnerschuber rausgekramt. Denn Atmende Bücher hat ja die Bücher von Cornelia Funke, die Wilden Hühner, nochmal quasi neu rausgebracht mit neuen Hörbuchsprechern, mit Musik haben die das Ganze neu aufgenommen und das ist so eine Reihe. Ja, da kam einfach die Nostalgie wieder hoch. Also ich bin seit Grundschulzeiten eigentlich schon großer Wilde Hühner-Fan und Cornelia Funke-Fan durch diese Reihe geworden. Und ja, diese Bücher waren einfach so schön zu hören, vor allem Fuchsalarm. Das ist ja mein Lieblingsteil überhaupt. Ich habe jetzt auch nochmal die Filme gesehen. Also wie gesagt, Nostalgie pur. Wenn ihr vielleicht damals auch die Wilden Hühner-Bücher mal gelesen oder ja, vielleicht auch gehört habt, solltet ihr bei den Hörbüchern auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn das ist eine Reihe, die ich euch nur ans Herz legen kann. Also für alle Fans von Cornelia Funke oder die es werden wollen, die Wilden Hühner ist und bleibt einfach großartig. Das hat sich in all den Jahren auch nicht geändert. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt schon alle Bücher, die ich euch jetzt quasi zeigen kann. Ich weiß, mein Lesemonat war jetzt sehr durchwachsen. Natürlich gab es jetzt hier Bücher, wo ich jetzt gerade kurz vorm Explodieren war. Es gab aber auch Bücher, die mich sehr, sehr begeistern konnten, wie ihr hier schon seht. Und ja, damit würde ich mal sagen, bin ich jetzt erstmal am Ende von diesem Video angelangt, genauso wie ihr. Ihr dürft mir natürlich jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so im September gelesen habt. Ich bin mal sehr gespannt, was so in den Kommentaren auf mich wartet. Und ja, damit würde ich sagen, ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben, über ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal hier auf diesem Kanal gestolpert seid. Und ansonsten sehen wir uns wie immer nächste Woche zu einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!